Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge SpongeBob. Schön, dass ihr wieder am Start seid. In der letzten Folge haben wir Bungee Jumping an Angelhaken gemacht, um die guten Tikis zu zerstören. Und haben dadurch einen goldenen Pfannwender bekommen, wodurch wir jetzt bei 15 sind. Und 15 Socken haben wir auch. Wir haben alle goldenen Lenkräder. Also würde ich sagen, lasst uns zurück zu Mrs. Puff machen, damit wir der die guten Lenkräder wiedergeben. Jetzt ist die Frage, wie... Ach, hier kommen wir zurück. Okay. War leicht zu übersehen, standen nur riesig große Äxte drüber. Habe ich natürlich nicht gesehen. Und zack. Nennt mich auch Schwamminator. Hey, den Spruch habe ich ja noch nie gehört. Okay, dann müssen wir einmal wieder hier drauf. Weil von hier sind wir ja gekommen. Und dann machen wir uns... Ach komm, wir machen uns schnell zum Ball. Dann sind wir etwas schneller unterwegs. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Und zu Mrs. Puff. Wie eine Frühlings- SpongeBob. Hallo. Ich bin beeindruckt. Wie hast du sie? Naja, da waren diese Roboter. Ich habe Sandy getroffen und da war der Leuchtturm. Okay, okay. Entschuldige, dass ich gefragt habe. Hier ist der goldene Pfannenwender, den ich dir versprochen habe. Danke, Mrs. Puff. Und jetzt helfe ich bei der Evakuierung. Aber SpongeBob, du hast doch keinen Führerschein. Hab ich nicht? Nein, nein, hast du nicht. Ist das so? Und was ist das hier dann? Ein Büchereiausweis. Oh. Aber schön, wie er es immer wieder versucht. Und damit haben wir Nummer 16, jawohl. Da kann man sich zu Recht mal freuen. Dann machen wir wieder zurück. Wir haben hier alles erledigt. Eine Qualle muss noch dran glauben. Und dann gucken wir mal, was sich jetzt für weitere Welten für uns erschlossen haben. Weil wir haben ja bis jetzt, glaube ich, bloß einmal hier für 5 goldene Pfannwender das gute Gebiet betreten. Hier waren wir ja schon. Oder waren das die 10? Nö. Das ging ja ohne alles. Genau, da waren wir als allererstes. Das hier war für 5 goldene Pfannwender. Also, gucken wir mal. Wir haben jetzt hier einmal rechts 10 goldene. Wir fragen mal Patrick, ob er die Socken wow, wieder will. SpongeBob, du hast welche gefunden. Jetzt sind sie wieder sicher zu Hause, wo sie hingehören. Hier ist dein goldener Rückenkratzer. Pfannenwender. Damit kann man keine Pfanne wenden. Ach, ich liebe die dumme Art von Patrick. Kann bestimmt auch eine Pfanne damit wenden. Aber als Rückenkratzer funktioniert es doch auch gut. Zack und zack. Ich würde gern mal... Oh, wir können Patricks Haus betreten. Ich wollte gerade sagen, ich würde gern mal dort reinschauen. Unter einem Fels wohnen. Das ist das wahre Leben. Das ist das wahre Leben, aber hallo. Ach, wie niedlich, oder? Er hat tatsächlich nur das eine Bild von uns hängen. Ansonsten keine Einrichtung. Bloß eine Couch aus Sand. Nicht mal ein Fernseher, ne? Das ist halt, ne? Der weiß noch, worauf es im Leben ankommt. Auf Freundschaft. Und nicht materiellen Scheiß. Lass uns wieder raus. Er hat bestimmt immer schön kühl im Sommer. 15 könnten wir schon, machen wir aber erstmal noch nicht. Sondern wir machen uns einmal hier zur Lagune. Da treffen wir bestimmt wieder Larry, wie er vor den Frauen posiert mit seinen dicken Muckis. Die Goo-Lagune. Hm. Ein sonniger Strand aus Schlamm am Meeresgrund. Aber hier im Paradies ist nicht alles gut. Oh oh, Drachen. Ich hätte gern Sandy wieder. Die war so schön stark. Sehr schön. Da sind... Ja, es glänzt. Da sind wir jetzt an der Lagune. Die Musik wird immer spannender hier. Mit dem Blasenschlag kannst du Objekte bewegen. Stelle dich unter die Plattform und drücke E, um die Plattform umzudrehen. Probieren wir das doch mal. Okay, alles klar. Aber da unten ist noch ein roter. Den hätte ich ganz gerne noch. Kennt ihr noch die Folge an der Lagune, als er seine Hose zerrissen hat? Wer kann es bis heute noch auswendig? Ich kann es leider nicht mehr. Ich konnte es komplett auswendig. Und war so stolz darauf damals. Und mittlerweile. Ich krieg's nicht mehr zusammen. Oh oh. Aber der sieht witzig aus. Oh nein. Bitte keine Roboter. Dieser Roboter heißt Monsoon. Pass auf seinen Blitzangriff auf.
Ja, ich muss durch den Monsun. Okay, das ging. Wahnsinn, dass Blitzangriff auch mal wirklich für einen Angriff mit Blitz steht und nicht nur einen schnellen Angriff. Zumindest ist das bei fast allen Spielen der Fall, wenn da irgendwo Blitzangriff steht. Aber nein, hier wurde das Ganze mal wörtlich genommen. Und bringt mir das was? Nö, ne? Nö, ist nur ein nettes Gimmick nebenbei. Schlüpfer brauchen wir nicht. Schlamm dürfen wir nicht. Reicht das schon für SpongeBob? Ah, ich hab ein bisschen Angst. Nee, ich probiere es nicht aus, egal. Sehe ich verbrannt aus? Ich sag doch, er ist hier. Er ist ganz schön rot, ja. Du bist schon etwas rot. Algengrütze, dieser verdammte Roboter. Roboter? Ja, ein großer Roboter hat allen die Sonnencreme geklaut. Oh nein, jetzt bekommen alle einen Sonnenbrand und dann pellt sich ihre Haut. Genau, ohne Sonnencreme kann man keinen Tag am Strand verbringen. Die Sonne ist viel zu heiß. Der Roboter ist draußen auf der Insel. Da kommt keiner hin. Oh doch, die Sandy schafft das. SpongeBob, vielleicht kannst du diese Sonnenreflektoren benutzen, um das Sonnenlicht auf den Roboter zu lenken. Wenn du einen der Schalter an den Strandwärterhäuschen triffst, dreht sich der Reflektor. Verbindest du alle Häuschen, dann strahlt das Licht, Gerd. Dann musst du nur noch zur Insel schwimmen und den großen Reflektor auf den Roboter ausrichten. Ich bleib hier und passe auf die Strandmiezen auf. Aber ich kann nicht schwimmen. Okay, sorry, die eine Konversation habe ich leider ein bisschen zu schnell weggedrückt. Das war gar keine Absicht. Da hatte ich wieder mal so ein kleines Zucken im Daumen. Wer kennt's nicht? Das geht natürlich nicht, dass die hier alle ohne Sonnencreme rumliegen. Da müssen wir schnellstens was dagegen tun. Aber ich glaube, das hat jetzt noch gar nicht so viel gebracht gerade, oder? Sind zumindest auch nicht grün geworden. Naja, wir gucken mal. Die Muscheln gehen weg. Wir machen hier erstmal die ganzen Roboter K.O. Ah, jetzt. Müssen wir anscheinend in der richtigen Reihenfolge tun. Okay, dann lasst uns nochmal zu dem hier rübergehen. Vielleicht können wir ihn ja jetzt... Nö, immer noch nicht. Dann sollen wir wahrscheinlich immer erstmal dorthin, wo der gute Sonnenstrahl hingeht. Ja, was machen wir jetzt hier? Ah, wir hätten, glaube ich, auf den Dicken springen sollen. Aber okay, hat auch so funktioniert. Wir probieren es mal. Ja, sieht gut aus. Oh, das ging ins Wasser. Das bringt uns nicht so viel. Also nochmal hier. Und das geht jetzt zu dem darüber, ne? Ja, und dann können wir zu dem rüber. Alles klar, ich hab's verstanden. Jetzt springen wir hier mal auf den Dicken. Hey, der sah sehr witzig aus. Den Roboter lassen wir erstmal in Ruhe. Ich möchte mich gerade nicht mit dem anlegen. Und nochmal auf die andere Seite. Wir brauchen anscheinend nochmal den guten Patrick hier oben. Da lag zumindest eine Melone. Ultra-Kombi, okay. Transportbox brauchen wir erstmal nicht. Wir machen jetzt noch das hier. Jetzt machst du gleich wieder. Oh nein, war direkt die richtige. Dann brauchen wir die andere ja nicht nochmal aktivieren. Dann verstellen wir das ja bloß wieder, ne? Boxershorts brauchen wir nicht. Es ist zu dem darüber gegangen, okay. Also schnell noch darüber. Wie viel sind es denn dann noch? Ich glaube, das müsste schon das letzte sein. Haben die vielen Checkpoints, hier ist doch gar nichts los an Gegnern. Ah, der war falsch. Ach, man hätte das auch sehen können wahrscheinlich, dass man auf die Seite drückt, auf die es strahlen soll, ne? Ich habe es jetzt einfach alles gedrückt, ist ja egal. Dahinter geht's noch. Und hier oben war aber was drauf. Oh, da ist eine gute Saftbar. Wie kommen wir denn hier oben hin? Da brauchen wir Patrick auf jeden Fall. Patrick muss die Melone dagegen werfen. Müssen wir natürlich jetzt mal schauen, wie wir das am dümmsten anstellen. Ich habe auch noch keine... Hey, ich war doch viel weiter drüben. Dumme Hitbox. Nimm das! Zu hübsch!
Ich halte es nicht aus. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Autsch! Oh, Mist. Ja, wo haben wir denn jetzt hier eine... da unten ist eine Bushaltestelle. Alles klar. Dann wechseln wir schnell zum Patrick und dann sollten wir das doch schaffen hier. Damit wir den Leuten wieder ihre Sonnencreme geben. Guck mal, wie rot der schon ist. Kann ja wohl nicht wahr sein. Kann denn Sandy schwimmen? Nee, ne? Ich glaube, der hat ja vorhin bloß gesagt, dass SpongeBob und Patrick nicht schwimmen können. Also in einer der letzten Folgen. Okay, wir nehmen das. Wir werfen das. 10 Sekunden. 1, 2, 3, 4, 5 und geschafft. Dann nehmen wir das und machen das. Und 1 und 2. Oh, oh, wir müssen etwas warten. Weiter Sprung. Aber auch das alles kein Problem für uns. Juhu, los geht's! Ja! Dann schenken wir dem Patrick zum Geburtstag wieder bloß einen netten Handschlag. Und er ist angepisst, obwohl wir was viel Cooleres vorbereitet hatten. Aber es einfach zeitlich alles nicht geklappt hat. Das war auch eine witzige Folge. Oh nein, nein, nein! Oh, oh, Mensch, das wird ja immer abgespaceter hier. Oh, oh. Komm, schnell, mach zurück. Nein, ach Mist. Ach, und es war so dumm. Patrick, Attacke! Oh, lass dem... nicht der Magen geplatzt ist. Schade, wir müssen es nochmal komplett von vorne machen. Es tut mir sehr leid. Aber es ist teilweise gar nicht so einfach. Nein, geh weg mit deinen komischen Sachen, bitte. Der Roboter hat Bumm gemacht. Ja, das hat er wohl. Ach Mist, nochmal die ganzen Handtücher abspringen. Naja. Nein, falsche Taste. Also schon die richtige, aber wir waren noch in der Luft. 1, 2, 3, 4, 5 und geschafft. Hey, meinem Rücken geht es viel besser. Na dann ist doch gut. Rückenschmerzen sind nichts Schönes. Das wünscht man niemanden. Guck mal, wie gekonnt wir das mittlerweile schaffen hier. Alles kein Problem mehr für uns. Und auch schön, dass jedes Handtuch ein anderes Muster hat. Nicht, dass es hier noch zur Verwechslung kommt. Ach, Mist. Jetzt haben wir es. Ach, wir haben wohl bloß 10 Socken vor uns abgeliefert. Also gehen anscheinend immer die vollen 10. Ja, jetzt sind wir hier. Und nu? Hä? Was hat uns das jetzt bitte gebracht? Das verstehe ich gerade wirklich nicht, weil wir kommen ja von hier auch nicht darüber. Ach, es war tatsächlich bloß für die Socke. Ach Mist. Ich dachte, das hat einen größeren Sinn hier. Aber anscheinend nicht. Naja gut, dann ist es halt so. Dann müssen wir anscheinend doch hier rüber, hinter die Saftbar. Ich bleibe jetzt erstmal bei Patrick, mal gucken, ob das ausreicht. Mrs. Puff ist wieder hier unten. Will die was Hallo, von uns? Mrs. Puff. Hi, Patrick. Hast du SpongeBob gesehen? Falls du ihn triffst, dann sag ihm bitte, dass ich ihn suche. Geht klar. Okay, dann brauchen wir anscheinend doch wieder den guten SpongeBob. Dann lasst uns nochmal zurück machen, dass wir mit dem guten Spongy hier weitermachen, weil ansonsten verschenken wir anscheinend eine Quest und das wollen wir natürlich nicht. Wenn, dann machen wir hier alles vollständig und zu 100%. Außer wenn ich jetzt mal ein paar glänzende Objekte liegen lasse. Das sei mir verziehen. Charakterwechsel. Und auf wieder den gleichen Weg zurück. Ich weiß gar nicht, war es bei SpongeBob Prüfungsangst? Ja, ne? Es war die Prüfungsangst, weswegen er immer durchgefallen ist. Ich finde, es sieht aus, als hätten sie Spaß. Ja, zu viel Spaß, wenn du mich fragst. Du kannst die Kinder retten, indem du die Ballons durch Blasenschläge platzen lässt. Zerstöre alle Ballons mit Blasenschlägen, dann gebe ich dir eine Belohnung. Wird erledigt, Mrs. Puff. Na, ob die Belohnung ein goldener Fanwender sein wird, man weiß es nicht. Aber das können wir doch natürlich machen, die armen Kinder.
So viel Spaß ist am Strand nicht erlaubt. Hier hinten haben wir noch einen roten, den nehmen wir noch schnell mit. Wo haben wir denn noch weitere Kinder? Hier oben, okay. Schaffen wir das mit einem Doppelsprung? Ja, können wir doch abkürzen. Was ist denn hier unten? Na, wieder so ein dummer Roboter. Hä? Es ist nicht machbar. Komm her jetzt, wo ist das rote Ding? Hier ist es. Ah. Wir müssen warten, bis es auf so einem Baumstamm ist. Ah, alles klar, jetzt habe ich es verstanden. Komm doch her. Ach, und jetzt... Okay. So ging es auch. 3 Jahre. Weil wir einfach die Besten in der Schnitzeljagd sind. Und Attacke. Drauf auf den Roboter. Hier unten haben wir noch einen. Also nicht einen zum Fliegen, sondern so einen Punkt um. Ach, Mist. Wir gehen ja langsam runter dann. Haben wir. Sondern so einen Punkt, um die Dingers dazu umzustellen. Weg mit dir. Mit deiner Gewitterwolke. Mit seinem Blitzangriff. Das dulden wir hier nicht. Wir sind am Strand. Da darf es kein Gewitter geben. Das könnte sonst zu schlimmen Verletzungen führen. Oder sogar zum Tode. Da unten haben wir noch... Ja, wir sind einmal durch, ne? Ich glaube, wir haben schon alle Kinder. Dann holen wir uns schnell noch die Socke und dann machen wir nochmal zum... Nein! Ach, Mist. Das war natürlich jetzt richtig ärgerlich. Ne, da müssen wir nochmal schnell hoch. Tut mir leid. Diesmal geht's aber etwas schneller. Jetzt können wir abkürzen. Ach, wir hätten gar nicht hier hochgemusst. Okay. Schaffen wir das von hier? Natürlich nicht. Ja, komm her. Dann machen wir dich noch kaputt. Alles kein Problem. Schnell hier rüber gehupft. Gehüpft meine ich natürlich. Ach, Mist. Das ist, wenn man was schnell macht. Passieren meistens Fehler. Komm schon. Und noch auf den hier. Und hier rüber. Und jetzt holen wir uns aber diesmal wirklich die Socke. Und da haben wir sie. Schnell zu Mrs. Puff. Goldenen Pfannwender holen. Du kannst die Kinder retten, oh nein. Indem du die Ballons durch Blasen. Ach stimmt. Da hinten sind ja noch mehr kleine Kinder. Die habe ich gar nicht gesehen. Ich dachte, wir haben es schon geschafft. Wie kommen wir denn jetzt da rüber? Wahrscheinlich... Der braucht keine helfende Hand. Nein, der hat genügend davon. Wahrscheinlich hier rechts dran vorbeilaufen. Kommen wir dann dahinter, ja. Schlüpfer brauchen wir nicht. Wir holen uns bloß noch ein paar glänzende Objekte. Geschenke öffnen ist klasse. Katschin. Bushaltestelle. Brauchen wir einen anderen? Wir gucken mal, ob es uns Patrick oder Sandy gibt. Es gibt uns den guten Patrick. Aber ich glaube, wir brauchen SpongeBob. Wie sollen wir sonst die Kinder von den Ballons retten? Das klappt ja sonst gar nicht. So, Schlüpfer haben wir noch. Da hinten geht's noch hoch. Da gibt's aber nur einen roten. Oh, ich kann nicht schwimmen. Das schaffst du schon. Ach, Mist. Machen erstmal hier rüber. Hallo. Was ist denn... Nein. Ja, was ist denn, wenn das Kind nicht schwimmen kann? Wissen wir doch gar nicht. Dann tun wir dem vielleicht gerade nur Schlechtes, anstatt dem zu helfen. Ach Mist, jetzt komm doch mal hier rüber. Jetzt haben wir's. Gut, dann noch einmal hier hinüber. Ansonsten bleibt das eine Kind hier auch über dem Wasser. Was für ein unnützer Beachvolleyball. Oder ein unnützes Beachvolleyballnetz. Hier im Wasser, so hoch. Wer soll denn da rankommen? Und wir... Ah, nein. Naja, gut. Alle Kinder gerettet, aber dafür einmal im Wasser gelandet. 998, 999, 1000. Bereit oder nicht, ich komme. Ich bin bereit. Beförderung. Dann lasst uns schnell hier zurückmachen. Die Kinder sollten wir ja gerettet haben, ja. Mein Held, du hast die Kinder gerettet. Hier ist ein goldener Pfannenwender als Belohnung. Dafür könnte es jetzt aber vielleicht einen Führerschein geben. Nein, gab leider keinen Führerschein. Ich hab's versucht. 18 Stück haben wir mittlerweile. Also ich find's cool, dass die Checkpoints einen bloß wieder zurückbringen, aber nicht den Fortschritt sozusagen wieder löschen, ne? Sprich, wir haben ja jetzt auch die Kinder gerettet gehabt, obwohl wir runtergefallen sind. Das ist schön, dann braucht man den ganzen Spaß hier nicht nochmal machen. Oh oh. Dann müssen wir jetzt auf jeden Fall noch dahinter.
um den guten Strandbesuchern hier die schöne Sonnencreme wiederzubringen. Und das sehen wir dann in der nächsten Folge. Damit verabschiede ich mich erstmal von hier mit dieser Folge. Wir sehen uns morgen 19.30 Uhr wieder. Bis dahin, macht's gut.